So, hallo, das letzte Mal haben wir gesehen, wie Rasierer ein I Wanna Be The Guy Level im Zelda-Stil bauen würde. Und jetzt schauen wir uns an, wie er ein I Wanna Be The Guy Level im Metroid-Stil bauen würde. Let's go! Ich bin gespannt, wie lange wir brauchen werden und ob es machbar ist. Also das Zelda-Level war ja bis auf diesen einen letzten verdammten Raum echt schön. So, und hier erwarte ich jetzt ganz viel Backtracking, sonst ist es kein Metroid. Ja, ich sehe schon, hier brauchen wir dann zum Beispiel einen P-Switch. Das heißt, im Moment können wir nur diesen einen Raum betreten. So, zack. Und rein da. Okay, darüber. Ups. Oh. Ich habe irgendwie die Stacheln nicht realisiert. Hoppala. So. Hopp. Hopp. Und hopp. Stopp. Und runter. So. Hier brauchen wir später den On-Off. Schon mal merken. Aber jetzt erstmal. Jetzt könnte ich hier hoch. Kann ich noch irgendwo hin? Ne, ich kann nur da hoch. Okay. Und ich kann hier in die Röhre und ich kann in die andere. Da ist ein Checkpoint. Das ist nicht der Checkpoint. Bleiben. Scheiße. What? Ja, geil, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Okay. Ich muss raus, ich muss raus. Hilfe. Jetzt muss ich darüber zu dem P-Switch ganz schnell. Wait, das war der Fall. Ich hätte da oben reingemusst. Ah! Jetzt muss ich das nochmal ablaufen. Jetzt muss ich das... Ja, jetzt muss ich das nochmal ablaufen. Ach, nö. Ja, wobei, jetzt geht das ja klar. Jetzt bin ich ja klein. Jetzt ist das ja nicht das Problem. Uff. Uff. Aber muss man wissen, zu welchem P-Switch man muss, ne? So, hier. Nö, geh durch! Ich dachte gerade, er haut. Ich dachte gerade, er versaut's jetzt, ne? Wait. Hätte ich in der P-Switch-Zeit jetzt hier... Was? Aber da komme ich doch gar nicht hoch. Ach so. Ich wollte schon sagen, das wäre irgendwie komisch geworden. Aber das ist jetzt auch... Ja. Wie mache ich den denn? Oioioi, okay. Stopp. Runter. So. Soweit alles klar. Ich würde halt gern den Pilz behalten. Die Frage ist, geht das überhaupt? Aber es muss ja gehen. Ich kann ja das in klein hier springen. Was ich da in groß gemacht habe, das geht ja klar. So, ne? Hier, zack. Und jetzt haben wir den Pilz behalten. Wait, dann kann ich... Kann ich da durch?
Nein, da muss ich. Brauche ich zwei Power-Ups. Scheiße. Okay, also da brauche ich eine Blume später. Schon mal merken. Schon mal merken, dass ich da ein zweites Power-Up brauche oder einen Stern. Aber der Test musste sein, man weiß es ja nicht. Insofern. We are gaining the lore. So. Ach ja. Ist hier eigentlich irgendwas versteckt? Nein, jetzt habe ich alle Blöcke mal kaputt gemacht. Okay. Hoffe, wir kommen wieder mit Pilz durch. Das täte mich doch freuen, weil dann könnte ich in dem P-Switch-Raum ein bisschen, vorsichtiger spielen. Ja, dann kann ich mich hier einmal treffen lassen, ne? Dann muss ich halt eigentlich auch sogar. So, weil der Sprung geht jetzt klar. Dafür würde ich aber dann doch lieber dafür den Pilz hergeben. Ah, oh, na. Was sind das für Sprünge? Ich muss hier irgendwann auch noch Zelda werden. Dafür sind diese ganzen Blöcke da, die man mit Bomben kaputt machen kann. Viel zu verdächtig. So, jetzt bitte vielleicht doch nicht hier gleich hitten. Ah, Mann! Chill doch mal. Aber so reicht's nicht. Ich muss da schon irgendwie mit Anlauf, aber dann halt ohne getroffen zu. Oh Gott, ey. Ja. Okay, und da an den komme ich ran. Okay, ist egal. Einfach hoch. Einfach hoch. Okay, die Stelle, wo ich dachte, wir brauchen eine Feuerblume, da brauche ich einen Schuh. Mit dem Schuh gehe ich dann da unten rein. Meine Herren! Ist es denn die Möglichkeit, echt? Also ich muss auf jeden Fall den Pilz behalten, sonst komme ich da nicht durch. Aber das funktioniert ja auch. Oioioi. Und dann nicht an dem Schuh sterben. Also das war gerade der dümmste Tod wieder ever. Ah. So, und der Sprung muss funktionieren jetzt da hoch. Ich muss erst ganz oben den Pilz verlieren können. Wenn ich ihn hier halt verliere, schaffe ich den Sprung hier auf keinen Fall. Da müsste ich jetzt schon sehr viel Glück haben. Ja, okay, er geht. Er geht, der Sprung geht. Der Sprung geht. Ich habe nichts gesagt, der Sprung geht voll klar. So, jetzt vorsichtig runter. So. Jetzt kann ich in die Röhre rein. Ja, genau. In die da und kann dann diese Sta. Moment.
Ah, verliere ich? Kann ich mit dem Schuh da drunter durchrutschen? Nee, ich traue mich nicht. Nein. Bevor der Schuh dann weg ist. Nee, 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 nee. Lieber nicht. Lieber nicht. Ich wollte überlegen, ob ich einen Pilz mir hole, aber. Wie gesagt, lieber nicht. Hier können wir jetzt erstmal so durch. Da kriegen wir eine Blume. Einfach gratis. Oh, den Schuh verlieren wir dafür jetzt aber hier. Okay, das heißt jetzt aber, jetzt wird's wieder riskant. Ach nee, ich gehe mit dem Schuh zurück. Ah. Ich wollte nämlich gerade sagen, den muss ich jetzt mit dem Schuh nämlich, mit der Blume, aber muss ich gar nicht. Weil jetzt. Ja. Jetzt wird langsam ein Schuh draus. Sorry. So, das ist jetzt dann auch einfacher. Jetzt drücken wir den und jetzt ist nämlich die Kanone wieder weg. Wenn die Kanone weg ist, kann ich jetzt hier die Eisblöcke wegmachen. Ich dachte gerade schon. Da kriege ich eine neue Blume. Da ist ein Checkpoint. Kann ich da einfach hinlaufen? Wäre besser, wenn ich mit dem Shooter hochkäme, komme ich aber nicht. Kann ich da einfach runterlaufen? Das wird nicht funktionieren. Aber wenn die den Checkpoint auslösen könnte, na? Muss ich jetzt wirklich vor dem Checkpoint so einen blöden Sprung noch haben, wo ich nicht weiß, wie er geht? Das heißt, ich weiß auch beim nächsten Mal nicht, wie der Sprung geht. Wenn ich den Schuh da oben hätte, könnte ich einfach aus dem Schuh rausspringen beim Fallen, aber habe ich nicht. F. Jetzt kann ich den ganzen Quatsch hier. Das ist jetzt halt das Problem. Ich brauche das jetzt hier eigentlich schon wieder gar nicht spielen, weil ich nicht weiß, wie der Sprung vorm Checkpoint geht. Alles, was ich vorher mache, hat keine Bedeutung, wenn ich den Sprung vorm Checkpoint nicht hinkriege. Ah! Ich muss jetzt jedes Mal alles vorher spielen, um einen Sprung zu testen, den ich nicht hinkriege. Geil. Ja, super. Jetzt ist auch noch mein Pilz weg. Ah, den kann ich mir wiederholen. Insofern eigentlich egal. Dann probieren wir es halt ohne. Was soll schon schief gehen? Außer alles. Ja, man schafft es ja. Man schafft es ja. Also es ist nicht so, dass man es nicht schaffen kann. Und auch der Sprung ist machbar. Es ist klein, alles machbar. Gut. Im Grunde sind wir jetzt wieder beim Checkpoint. Wir müssen nur wieder hinlaufen. Wir müssen nur wieder bis hinlaufen. Aber es ist so. Ich weiß halt nicht, wie der Sprung geht, den ich da machen soll. Verdammt. Oh boy.
Nicht, dass der Schuh abhaut. Das wär jetzt blöd gewesen. Das wäre jetzt richtig blöd gewesen. Ach, jetzt muss ich ja nochmal den P-Switch. Ach. Ja. Falscher Raum. Hi. Das da eben. Ist das der richtige Raum? So. Aber wie gesagt, es ist alles egal, weil ich den Sprung hier nicht schaffe. Na, ich habe keine Ahnung, wie der Sprung hier gehen soll. Lauf jetzt einfach runter, wenn ich klein bin. Ich muss es einmal ausprobieren. Es hilft nichts. Ich wollte lau... Aber auch laufen sieht nicht richtig aus. Nur laufen sieht nicht richtig aus. Aber ich will nicht jetzt jedes Mal bis dahin spielen müssen. Oh, das ist doch doof. Das wäre alles nicht doof, wenn ich wüsste, wie dieser Sprung geht und ihn einfach nur versauen würde. Aber ich weiß nicht, wie der Sprung geht. Ich muss den testen. Und um ihn zu testen, muss ich mehrmals sterben. Und jetzt gerade habe ich ihn nicht mal getestet, sondern ich bin einfach dumm runtergesprungen. Wie vorhin auch. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ach. Das ist sogar schwerer, wenn man groß ist an der Stelle. Das Problem ist, ich werde noch fünfmal oder so mindestens an diesem Checkpoint-Sprung sterben. Es geht nicht. Ich mache das jetzt nicht. Ich möchte die Zeit dafür jetzt nicht aufwenden. I'm sorry, Rasierer, aber nee. Nee. Das ist... Nee. 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 Da gucken wir uns mal kurz von Frankie hier, das ist Rage of the Mighty Skystones an. Das könnte wieder ganz interessant sein. Aber ich möchte nicht 3 oder 4 Minuten einen Anfang spielen, für 2 Sekunden irgendwas testen, von der ich keine Ahnung habe, wie es funktioniert. Das möchte ich nicht. Ja, das haut nicht hin. Da fruste ich mich jetzt komplett kaputt und das bringt nichts. Wow! Okay, verstanden. Ja, aber ich weiß nicht, wo ich hin muss.
Ach so. Ich muss da schnell runter. Okay. Mit anderen Worten, wir rennen hier fix runter. Dann lösen wir den aus und dann löst er den aus. Aber so langsam wäre ein Checkpoint cool. Ah, okay. Also Rasierer, wenn du den Sprung entschärfst und mir eine Conan-Metroid-Version gibst, können wir das gerne nochmal versuchen. Aber ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Ich werde mir wahrscheinlich mal das Video von dir anschauen. Soweit und dann vielleicht nochmal ansetzen. Ich muss halt erstmal sehen, wie dieser Sprung gedacht ist. Wenn man einfach runterlaufen kann zum Beispiel, ist es ja okay, dann ist es ja keine Schwierigkeit. Aber das muss man erstmal wissen. Das ist das Problem. Na, ich weiß es halt nicht. Und jetzt gerade ist so, ich kann das nicht. Ich hab... Oh oh. Ich hab's gedacht, ich hab's geahnt. Ich hab halt die Motivation nicht, immer wieder neu anzusetzen. Und der ganze Anfang ist nichts wert, wenn ich den anderen Teil nicht schaffe. So, das bringt halt gerade nichts. Ich hoffe, du verstehst das. So, komm her. So, das war jetzt der Teil, wo ich schneller sein musste als die. Wow, die waren vorhin nicht. Die habe ich vorhin gar nicht gesehen, weil die die mitgenommen haben vorher. Okay. Na, das ist ein cooles Level. Das sind auch wieder richtig interessante Ideen dabei. Ich müsste die eigentlich hinter mir lassen. Das war vorhin viel besser. Wenn die hinter mir sind, das war viel besser. Da wusste ich halt nur nicht, wann das Blaue kommt. Jetzt weiß ich's ja. So, einmal zack und jetzt geht's ab. Na, dann passt es hier viel besser. Der geht hier rüber, das interessiert mich nicht und der geht jetzt darüber. Nein! Ah, da war ich direkt drunter gestanden. Das war natürlich doof. Alles klar. Weil an sich ist das Metroid-Level echt cool gemacht. Aber dieser eine mit Waypoint-Sprung, ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich wiederhole mich. So. Jetzt geht's da drüben weiter. Too late. Das war blöd. Ich wollte da vorher drüber springen. So. Thank you.
Wirst du wohl. So. Ah, ich bin zu langsam. Nee, es passt. Da hat man echt genug Zeit, um diesen Sprung zu machen. Das ist ganz gut. Ist das mein Ernst? Ist das mein Ernst? Scheinbar ist das mein Ernst. Sheesh. Ah, ich hab's wieder verpeilt. Nein, jetzt haut's aber wirklich nicht hin. Oh mein Gott, es hätte sogar funktioniert. Ah. So, so. Oh, zu langsam. Puh, okay. Jetzt wissen wir, was da oben passiert. Einfach schnell drüber. Nice. Checkpoint. Checkpoint. Kommt der zu mir? Oder was macht der? Der macht gar nichts. Kein Checkpoint? Oh, Gott sei Dank. Ah, es ist so ein Verfolgungswomp. Oh, das wird kritisch. Ah, das wird kritisch. Wait, ich muss... Oh Gott. Okay. Aber es ist ja Checkpoint vorher alles gut. Und ich habe am Anfang nicht ganz richtig gespielt. Da habe ich viel zu viel Zeit verloren. Das sieht schon deutlich besser aus. Yes. Ich hasse es, senkrechte Röhren. Ah, das geht klar. Das ist nicht so wild. Aber klar muss es eine senkrechte Röhre am Ende sein. Danke. Okay, er muss den drücken. Dann ziehe ich einfach durch. Ich hasse immer noch senkrechte Röhren. Ach, komm schon. Aber es passt. Auch das passt wieder. So, einmal anspringen. Ich habe nicht gemerkt, dass ich zu hoch gesprungen bin. Ei, ei, ei. Unglaublich. Nein! Ja, aber... Oh mein Gott. So geht's auch. Okay, wohin geht der? Nicht zu mir. Okay, nach unten. Ach, Gott, ach, Gott, ach, Gott, ach, Gott, ach, Gott. Okay.
7:32, alles klar. So, wir machen jetzt Folgendes. Ich gucke einmal ganz kurz live, also live ist Quatsch, aber ich gucke einmal ganz kurz auf Rasierers YouTube-Channel. Beziehungsweise muss ich gar nicht, ich gucke in meine Abos, ich habe den ja abonniert. Der hat doch hundertprozentig die Level hochgeladen. I wanna go in the Zelda Dungeon hat er hier zum Beispiel. 7 Minuten 1 Video. Dann muss hier auch irgendwo... I wanna go each way for Metroid sein. So. 17 Minuten 2. Vorab, das ist ein sehr langes Level. Es ist nahezu unmöglich, es im ersten Versuch zu schaffen, ohne Checkpoints innerhalb der vorgegebenen Zeit. Zudem gibt es verschiedene Möglichkeiten, dieses Level abzuschließen. Manche schwerer, manche leichter. Oh, okay. Im Kern allerdings benötigen alle Wege ungefähr die gleiche Zeit. In diesem Video zeige ich euch den schweren, vorgesehenen Weg und einen leichteren Weg. Viel Spaß beim Schauen. Ich will nur sehen, wie dieser Checkpoint geht. Alles andere habe ich ja soweit verstanden. Ja, soweit waren wir auch. Jetzt geht er, holt er gerade die Feuerblume. Jetzt hat er die Feuerblume. Jetzt hat er den P-Switch ausgelöst. Hä? Ja gut, ach, jetzt fehlt ihm der... aus irgendeinem Grund hat er den Stiefel verloren. Hä? Jetzt holt er nochmal den Stiefel? Ach so, ja, okay, er hat es einfach verhauen. Und dann hat er es weiter aufgenommen. Und jetzt holt er nochmal den Stiefel. So, jetzt ist er an dem Checkpoint-Raum. Da lässt er sich komplett klein werden. Und? Er muss einen kritischen Sprung machen. Er muss... Also runterlaufen scheint nicht zu funktionieren. Er muss einen kritischen Sprung machen. Scheiße. Bis ich den Sprung hinkriege... Nee, der ist... Nee. Nee. Nein. Nein, ich spiele nicht jedes Mal bis zum Checkpoint, um diesen Sprung zu testen. Nein, I'm sorry. Ich habe gehofft, es gibt einen einfachen Weg, da irgendwie runterzulaufen oder so, aber... Nee. Ich würde das Level gern weiterspielen, aber im Moment... Vielleicht später. Vielleicht später. Im Moment bin ich nicht motiviert dafür. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.